Hallo, mein Name ist Florian Müller aus dem Agro-Training bei Lemken und ich zeige euch heute, wie man bei unserer Primus 10 GPS-Teilbreitenschaltung einrichtet. Los geht's! Neben unserer Maschine habe ich nun einmal unsere benötigten Komponenten aufgebaut. Wir haben hier unser Standard-Bedienterminal, das CC50, was mit der Primus mitgeliefert wird. Hier drauf benötigen wir eine Lizenz für GPS-Teilbreitenschaltung. Diese nennt sich CCI Command SC. Zusätzlich benötigen wir natürlich ein GPS-Signal und hier nehmen wir unsere DGPS-Antenne, welche standardmäßig mit Kabeln geliefert wird. Die Antenne schließen wir hier an und montieren anschließend oben auf dem Podest. Dafür einmal hoch. Hier oben ist ein Montagepunkt für die Antenne. Diese ist mit einer Verdrehsicherung ausgestattet, dass sie nicht während der Fahrt runterrutscht und wird mit Magneten eingeklipst. Kabel lang genug, um bis in den Traktor zu gehen oder halt hier neben der Antenne. Jetzt haben wir unser Terminal. Da können wir diesen Stecker nicht anschließen. Daher gibt es nochmal ein Adapterkabel. Das Adapterkabel geht von unserem RS-232-Anschluss auf den kleinen D1-Anschluss. Ganze immer gucken, dass ich es richtig rum reinschraube, denn die feinen Pinne sind schnell verbogen. Und hier kann es schnell zu Verwechslungen führen, denn wir haben D1 und D2. Es muss für GPS immer D1 benutzt werden. Ansonsten könnt ihr rumsuchen nach Fehlern, was ist falsch, ihr werdet nie ein Signal bekommen. Zu guter Letzt muss unser Terminal natürlich noch mit der Maschine verbunden werden. Und dafür nehmen wir unser Kabel, haben wir hier vorne einmal hängen. Das geht normal in den Traktor, wo das Terminal montiert ist. Und das schließen wir an den CAN-In-Anschluss an. Und um es euch jetzt besser zeigen zu können, habe ich mir schön einen Halter an der Maschine montiert. Da haben wir alles beisammen. So. Und einschalten. Etwas länger drücken, dann klackt es und der Bildschirm startet. Nun haben wir drei verschiedene Anwendungen, in denen wir Grundeinstellungen vornehmen müssen. Grundeinstellung heißt, das sind Einstellungen, die nehmen wir jetzt einmal vor und nachher kann ich immer wieder damit arbeiten, ohne was verstellen zu müssen. Wir starten jetzt hier in unserer Spritzensteuerung. Diese Steuerung ist auf der Maschine selber drauf. Das heißt, hier ist unser Terminal eigentlich nur das Bedienteil, ist nur die Bedienmaske. Wir gehen jetzt mal auf unsere Home-Taste, das heißt, wir kommen in unseren Home-Bildschirm. Hier haben wir noch ein paar weitere Apps. Einstellungen nehmen wir nun vor in der Feldspritze selber, in der CC Command App, wo wir das Section Control, die Teilbreitenschaltung machen, und in der GPS App. Hier richten wir Quelle und auch Geometriedaten ein. Und damit fangen wir an. Wir haben dort oben einen Schraubenschlüssel, das heißt Einstellungen. Und da wählen wir erstmal unsere Quelle aus. Da wir das Ganze hier am D1 Anschluss serielle Schnittstelle haben, wählen wir hier aus RS-232-1. Da steht auch nochmal die 1. Jetzt muss ich das Terminal einmal neu starten, damit er diese Änderung aktiviert. Ganz wichtig hierbei aber auch, dass ich 19.200 als Baudrate einstelle. Das ist die Baudrate, die ich immer mit unseren Lemken-Antennen benutze. Lange drücken, geht aus. Nochmal drücken, geht das Ganze an. Die letzte Einstellung, die wir jetzt gleich haben in der GPS-App selber, das ist die Einstellung der Geometriedaten. Da wir die Antenne jetzt aber auf der Spritze montiert haben und nicht auf dem Traktor, können wir diese gleich alle auf Null setzen. Die Spritze startet wieder oder das Terminal startet wieder mit unserer Spritzenbedienmaske. Einmal wieder den Homebildschirm, die Apps laden, GPS ist da. Dann gehen wir hier oben auf Geometrie. Und hier sehen wir jetzt, kann ich einstellen, wo die Antenne auf dem Traktor montiert ist, aber die Antenne ist auf der Spritze, nicht auf dem Traktor, daher alles auf Null setzen, damit mit den richtigen Werten gerechnet wird. Das war's in unserer GPS-App. Die nächsten Einstellungen sind auch nochmal Geometrie-Einstellungen, die muss ich in unserer Spritze durchführen. Das heißt, nicht in den Terminal selber, sondern diese befinden sich auf dem Jobcomputer der Spritze und werden durch das Bedienteil dann eingestellt. In unserer Spritzensteuerung gehen wir nun hier oben rechts auf Einstellungen. Die Einstellungen haben 4 Seiten. Wir müssen auf Seite Nummer 4, um die entsprechenden ISOBUS oder GPS-Einstellungen zu finden. Dann gibt es hier auf der linken Seite haben wir das Symbol mit der Spritze und unserem Zahnrad. Hier sind die Geometrie-Einstellungen. Jetzt sehen wir hier verschiedene Einstellungen, mehrere Werte. Alle Werte sind immer in Referenz zur Achse der Spritze.
Einmal ein Wert nach hinten zum Spritzbalken und einmal der Wert Achse bis Koppelpunkt vorne. Das heißt, die 1,10 Meter beziehen sich darauf, unsere Hinterachse bis da, wo unser Spritzbalken sich befindet, wo nachher die Düsen stehen, wo an- und ausgeschaltet wird. Das waren die 1,10 Meter, die müssen wir nicht anpassen. Der zweite Wert ist die Achse bis vorne zum Koppelpunkt. Das sind hier nun 3,60 Meter. Da wir die Antenne aber nicht hier vorne montiert haben, sondern oben auf der Spritze, müssen wir diesen Wert einkürzen auf 2,85 Meter. Habe ich vorher schon alles gemessen, solltet ihr auch immer an der Maschine selber messen. Dieser Wert heißt also 2,85 Meter Antenne bis Hinterachse. Den geben wir nun ein. 2,85 Meter in Zentimeter, 285 Zentimeter. Okay, um diese Werte zu übernehmen, müssen wir gleich einmal neu starten. Vorher zeige ich euch noch, wo ich die Verzugszeiten gegebenenfalls ändern kann. Hier auf der Seite habe ich einmal die Verzugszeiten oder hier steht die Trägheit für Ein- und Ausschalten bei Section Control. Das sind die Lemken-Standardwerte. Im Feld sollte ich diese immer einmal überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Wenn die Spritze zu früh ein- oder ausschaltet, muss ich den Wert immer kleiner machen. Schaltet die Spritze zu spät ein oder aus, muss ich den Wert jeweils größer machen. So, wenn wir jetzt rausgehen, wird das Terminal meckern. Es sagt hier Gefahr, bitte neu starten. Das machen wir jetzt. Wir müssen nicht nur das Terminal neu starten, sondern die ganze Maschine. Und da wir keinen Traktor haben, haben wir aber ein Stromkabel. Und das ziehen wir einmal raus. Der Stecker ist normal im Traktor eingesteckt. Jetzt ist der Computer der Maschine aus. Wieder einstarten. Wieder anschalten. Nun wird bei dem Neustart wieder, ich sagte ja, die Bedienmaske der Spritze, die Intelligenz dafür sitzt eigentlich auf dem Jobcomputer der Maschine und wird dann hier an das Terminal übertragen. Und mit dem Neustart wird jetzt dieser neue Wert, die 2,85 Meter, auf das Terminal für das Section Control System übertragen. Und durch den alten Wert oder der alte Wert wird ersetzt. So, jetzt können wir wieder auf unser Häuschen gehen und die letzten Einstellungen im CC-Command durchführen. Wir haben hier mehrere Reiter mit Einstellungen. Als allererstes eine Übersichtsseite, da kann ich direkt schon mal gucken, ist unsere Maschine eigentlich jetzt an dieser Anwendung angemeldet? Und dann sehen wir hier, Spritze ist da. Dann können wir weitermachen mit den Geometrieeinstellungen. Geometrieeinstellungen, jetzt finden wir hier auch die 2,85 Meter wieder. Die sind von der Spritze übertragen worden an das Terminal. Wir sehen hier auch die Nullwerte, die Position der Antenne, das, was wir vorher eingegeben haben, dass die Antenne ja nicht auf dem Traktor sitzt. Und nun müssen wir hier noch eine Einstellung vornehmen, nämlich die Maschinenart. Diese Einstellung bezieht sich darauf, wie das System rechnet, dass sich der Spritzbalken hinter der Antenne verhält. Habe ich eine gezogene Maschine, habe ich einen Drehpunkt zwischen dem Traktor und der Spritze hinten. Und der Wert, wie der Balken sich verhält hinter der Antenne, ist nur berechnet. Da wir jetzt aber die Antenne fest oben auf der Spritze montiert haben, müssen wir das Ganze auf Selbstfahrer stellen. Denn auch bei einem Selbstfahrer ist die Antenne fest auf dem Fahrzeug montiert und es befindet sich kein Drehpunkt zwischen Antenne und Gestänge. So, Selbstfahrer okay. Dann haben wir hier die Geometrie fertig eingestellt. Als allerletztes noch die Einstellung zu Section Control selber. Hier gibt es mehrere Einstellungen zu Überlappungen. Da kann ich mir eigentlich merken, erstmal Grundeinstellung alles auf 0, außer den Überlappungsgrad, den stelle ich auf 100%, denn beim Spritzen möchte ich keine Lücken, keine Fehlstellen haben. So, wenn ich jetzt nach unten noch gehe, gibt es noch eine weitere Einstellung, nämlich die Rückwärtsfahrterkennung. Ich möchte ja, wenn ich das erste Mal um ein Feld herumfahre, soll meine Spritze auch richtig erkennen, wenn ich rückwärts fahre und demnach die Geometrie richtig berechnen. Die Rückwärtsfahrterkennung stelle ich auf GPS, dann erkennt er, wenn die Antenne sich rückwärts bewegt, dass ich rückwärts fahre. Und das war's auch schon. Dann können wir jetzt losgehen und spritzen. Ja.